Ja, hallo, hier ist der Jules. Und der Dan ist auch dabei. Ja, wir spielen heute Path of Exile, Hack and Slay. Schon wieder. Jules hat eine Bogenschützin und ich habe einen, wie kann man das nennen? Einen Rapiermenschen. Abgefahrenen Zweihandschwertkämpfer mit zwei Dolchen und Rapieren in beiden Händen. Genau. Guck mal, Jules, wenn du auf die Waypoints klickst, das sind ja manche Wegpunkte ausgefüllt und manche nicht. Was heißt das? Die ausgefüllt sind, die haben ein Portal. Ach so, aber die anderen haben wir schon erkundet, ja? Ja, die haben kein Portal, das sind nur so wie eben halt diese Höhlen, diese kleinen. Wie hier diese Ship Cave. Ja. Ja. Und wir gehen jetzt wohin? In the Ship Graveyard, genau. Genau. The Ship Graveyard. Hier haben wir ja in der letzten Folge wurden wir ja von einem Piratenkapitän verarscht. Boah, der hat uns so gegeben und verarscht, aber dann mal zurückgegeben und er war tot. Ja, der hat nämlich folgendes, wollte von uns, dass wir ihm eine besondere Lampe bringen. Und als wir ihm die dann gebracht haben, hat sich dann herausgestellt, dass er ein untoter Geisterpirat ist und hat uns mit seiner Mannschaft angegriffen. Ja. Wir fanden die Idee nicht so gut. Das haben wir ihn auch spüren lassen. Ja, also wir haben ihn dann eigentlich nicht mehr angeguckt. Ja. Und sind gegangen. Ja, also das man muss sich hier einiges bieten lassen, aber irgendwann ist Schluss. Ja, genau. So, dann gucken wir mal. Oh, die haben mich jetzt gerade irgendwie gestunt. Das gefällt mir gar nicht. Das, diese Mattschleichen hier. Ich hoffe, wir sind hier auch auf dem richtigen Weg. Ja, ich hab die ganze Zeit so ein paar Hüpfer drin. Also es gab ja ein neues Update hier. Ja. Und seitdem habe ich so ein paar kleine Hüpfer drin. Ja, das ist ein bisschen komisch. Auch zum Beispiel die Sache, dass es keinen Balken mehr gibt, der dir anzeigt, dass du den Gegenstand bekommst. Ja. Der so runtergeht, hast du schon mitbekommen? Ja, das habe ich schon gemerkt, ja. Das finde ich etwas schade. Weil das finde ich gut, weil du hast nämlich dann, du siehst dann nicht, dass diese Gegenstände da sind und ich habe auch mal eine Chance mit dir zu nehmen. Oh, wo bist du denn jetzt hin? Ach, da unten. Ja. Wir müssen nach unten, glaube ich. Ja. Yeah. Oh, gib ihm. Wieso gibt er ihm nicht? Er hat ihm nicht gegeben, ey. Wer? Der Held. Ach. Hörst du jetzt sogar einen Hall-Effekt, wenn die Helden schreien? Ja. Aber wenn sie schlagen nicht. Ich denke mal, da arbeiten sie noch dran. Oh, da oben kommt Geisterpiraten. Die spektralen Korsaren. Unten lang. Ja, aber hier oben ist ein blauer Gegner. Oh. Ups. Guck mal, Rawhide Boots. Oh, sind meine. Ja, das war so klar. Was ist das denn hier? Oh, Endgegner. Ja, den kannst du jetzt allein machen. Jetzt sei nicht beleidigt. So. So. Jetzt gucken wir mal, was die. Ah, doch, ich kann den. Ich kann es mir angucken. Yeah. Yeah. Ah, nein. Nee. Ups, jetzt hab ich fast meine Gems weggeschmissen. Oh. Aber es kommt da kommt eine Warnmeldung. Wieso? Do you want to drop this with the Gems? Okay. Oh, Lifesteal. Plus 3 Life, wenn ich einen Gegner töte. Erhöhte Ausweichrate, Feuerresistenz, erhöhte Blockrate. Das hört sich doch gut an. So, jetzt muss ich mal umpacken. Hm. Nice. Willst du vielleicht meine Schuhe haben, die gelben? Ja, was hast du da? Ich hab nämlich auch nur Crap. Also Crap ist vielleicht, was haben wir hier? 7th Evasion. Problem ist halt, dass die keine grünen Slots haben und ich brauche die grünen Slots. Ja, die sind auch nichts für mich, die kannst du behalten, vielleicht für einen Zauberer oder so. Okay. Ja, weil die haben einerseits keine grünen Slots und andererseits haben die auch weniger Ausweichrate als meine Standardschuhe, die ich habe. Ach ja. Und der Rest ist dann nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, ne? Ja. Hier unten ist der Eingang.
Okay. The Coast. Wollen wir mal schauen, was uns in den Coves erwartet. Ah ja. Noch mehr Wasser und noch mehr Strand. Und Viecher, die mit ihrem Arsch schießen. Bist du sicher, dass das nicht der Mund ist? Ja, ich bin sicher. Ich war dabei. Oh Mann. Aber was ist das denn? Ah ja, auf diesem Zombie-Schleim können wir uns nicht bewegen. Die habe ich auch noch nicht gesehen, die Gegner. Die sind auch neu. Mhm. Würde mich mal interessieren, ob das hier genauso ist wie bei... Wie bei Diablo, wenn du eine neue Gegnerart hast, dass du dann mehr Erfahrungspunkte für die kriegst. Oh. Wusste gar nicht, dass es das bei Diablo gab. Ja. Ey, das Skill ist geil. Ich dass du durch die Gegner durchmove. Mhm. Ja gut, das Update, das war ja auch ca. 500 MB groß jetzt, das letzte. Da haben sie schon einiges reingehauen. Ja, und ich denke mal levelmäßig werden sie nicht so viel gemacht haben. Mhm. Also das waren wahrscheinlich alles dann nur irgendwelche Sounds und... Jawohl. Wer weiß. Wir sind noch lange nicht am Endgame angelangt. Ja, ich denke mal, da gibt's nie ein Endgame. Na doch, es gibt ja ein Level Cup, Cap. So Levelgrenze. Ja, aber die sind ja, bei so einem Spiel musst du ja ständig anpassen, ausgleichen, oben lang. Regeln, balancen und so, da, ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, das ist halt so WoW-Syndrom. Bisschen. Na, das hier ja auch so MMORPG ist so ein bisschen. Das sind halt laufende. Das ist halt eine laufende Entwicklung, weil du ja. Du musst einerseits. Es muss den Leuten ja auch Spaß machen, ne? Ja. Was bringt's dir, wenn du da irgendwas machst und dann spielt es dann keiner mehr? Ja. Weil Level 16. Weil in dem mittleren Level du nur noch stirbst. Oder weil es zu leicht ist. Zu leicht ist es jetzt nicht mehr, glaube ich. Nö. Finde ich super. Nö, ich glaube auch nicht, dass es zu leicht ist jetzt. Yeah, bam, bam, bam. Ja, die sind schon hart hier, diese Champler. Ah, oh, jetzt kriegen sie wieder. Hm. Ich muss mal gucken, was mit meinen Skills ist. Ich habe irgendwie... Oh, Heilung nehmen. Wow! Wow, 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 wow. Ja, ich habe so manchmal das Gefühl, hier gehen die Skills nicht. Oder beziehungsweise ich habe einen Skill, der halt für eine Axt ist oder sonstiges, weil ich irgendwie keine Reaktion sehe manchmal. Oh, hier ist der Smooth Joint. Ah, ich bin aufgestoßen. Bin aufgestiegen. Ja. Nice. Das ist geil. Ja, gut, jetzt mache ich erstmal Level ab. Ja, mal gucken, was ich für eine Waffe hab. Ui. Life Regeneration Increased Mini Attack. Ja. Kann man denn machen? Also dieser Skill Tree ist natürlich übel, ne? Da kannst du echt alles machen. Ich bin immer noch begeistert. Ich kann rübergehen zum Dings. Zum Bogen. Mhm. Apply. So, jetzt habe ich noch Dexterity mehr. Ich gehe jetzt mal so rüber zum... Ah, hier ist ein Bogen.
Willst du jetzt ein Bogenschießer werden? Nö, aber ich als zweite Waffe. Vielleicht, wer weiß, was passiert, ja? Ja. So. Ich sag mal so, Dexterity muss ich so oder so... Wo sind meine Waffen hin? Ah ja. Oh Mann. Dexterity muss ich so oder so skillen und bis ich jetzt darüber komme, habe ich noch genug Dexterity zu machen. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist ja mal irgendwie so ein Gegner, den wir nicht schaffen und dann können wir den immer so von der Ferne behaken. Ja. So. Ja. In so einem Break werde ich mir nochmal die Skills angucken. Das muss ich ja jetzt hier nicht on air machen, weil ich habe so das Gefühl, das sind irgendwie Skills dabei, die ich nicht nutzen kann. Ich habe gerade einen Orb of Alchemie, habe ich gerade eingesammelt. Ja. Das sind die besten Orbs, die es gibt, finde ich, weil damit kannst du eine Waffe, die grau ist, zu einem goldenen Gegenstand machen. Ah ja. So kriegst du echt die besten Waffen, finde ich. Dann kannst du jetzt so eine kaufen, die halt von der Basis her schon ganz gut rockt, aber dann haust du den da rein, dann bam. Okay. Hast einen Imba-Gegenstand. Okay, das muss ich mir gleich mal angucken. Können wir ja dann auch mal live machen. Ich habe nämlich auch noch so einen Ort, glaube ich. Echt? Klar. Nice. Falls ich mal so blitzartig irgendwie die Szene verlasse und auf irgendwo anders auftauche, das ist ein Skill. Echt? Naja. Okay. Oh, hier lang, hier ist der Drache. Beziehungsweise Drachen-Skelett. Ah ja. Cavern of Wrath. Soll ich auch schon mal einladen dann? Ja. Oh nein, ich glaube, das ist die Höhle, die... Oh, hier ist ein... Waypoint. Das wird jetzt ziemlich lang dauern, bis wir die fertig haben, glaube ich, die Höhle. Ja, machen wir erstmal ein Break, ne? Also ich gehe jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Stadt und ich könnte es vielleicht mit dem Gegenstand mal zeigen. Ja, dann machen wir das. Und dann machen wir den Break. So. Erstmal hier. Oh ja, da kann ich noch was abholen. Was ist denn das hier? Added Cold Damage. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Goodbye. Achso, ich wollte Items sellen. Also, den brauchen wir nicht. Ups. Das ist ein Two-Handed Sword, das brauchen wir nicht. Saber brauchen wir nicht. Wand brauchen wir nicht. Zeig, zeig. Ich, Schulz, ich brauche einen, Ja. Ich brauche einen Gürtel, da können wir das doch an dem Gürtel mal zeigen. Einen Gürtel, okay. Was habe ich denn hier? Zweimal Scroll of Wisdom. Ach, der kostet ja Wisdom Scrolls. Stimmt. Ja, so war das ja. So, jetzt habe ich zwei Scrolls of Wisdom. So, welcher ist denn... Oh, weiß, Level 8... Heavy Belts sind die, das ist eher, sind eher für die stärkeren Leute, gell? Ja. Leather Belt? Hm, da ist es vielleicht gar nicht so gut. Hm. Wo ist denn hier drüben? Ist doch noch ein Waffenhändler, hä? Still alive, are we? Ja. Ah ja, okay. Das sieht besser aus. Vielleicht mal irgendeine Rüstung. Energy Shield. Armor. Evasion Rating. So, das sieht doch gut aus. Ach, da muss ich mit einer Armor Scrap bezahlen. Ja, hast du die? Ja. Aber jetzt die Frage. Das ist schon eins, die sind schon verbessert teilweise. Nee, die blauen kannst du nicht, nur die grauen. Nur die grauen. Okay. Ja, vielleicht ein Helm. Ja gut, dann wäre hier diese Superior Strapped Leather. Die ist ja auch grau. Aber die hat verbesserte Qualität. Plus 7%. Ja, das passt. So, die hat 75 Evasion Rating. Meine, die ich jetzt anhabe, hat 70.
So, vielleicht wäre es klüger, das später zu machen, aber ich möchte es ja gerne mal zeigen. Dann kaufe ich die. Aber du kriegst die Alchemie-Orbs auch schon nicht so unhäufig. Okay. Armored Scrap, warte mal. Oil of Orb of Change. Orb of Augmentation, wie sieht der aus? Alchemie, das ist so mit einer goldenen Schlaufe oben, so eine Lunte oder was das ist. Alchemie Squad. Nee, Orb of Alchemie. Oh, dann habe ich doch noch nicht. Nein, dann kannst du ja meine Kappe nehmen und das da dran zeigen. Was für eine Kappe. Die ich dir jetzt geben werde und dann kannst du es Ah da ja, zeigen. gut, das kann ich machen. So. Oh nein. Was denn? Stopp. Oh. Okay, das war gerade. Habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Weil ich habe dir die Kappe mit den Orbs gegeben, die drin waren. Und da habe ich Ja. gedacht, übernimmt die Orbs mit. Aber das hat er nicht gemacht. Ah ja. So. Accept. So. Ich kann's nicht. Wieso? Mach nochmal. Mouse Outer each item to enable. Ich glaube, ich kann die nicht nehmen, die Orbs. Okay. Jetzt geht's. Ah ja. So, jetzt setze ich das einfach da rein, oder was? Genau. Also, wir haben ja den Orb auf Alchemie und dann gucken wir mal. Okay, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Rechtsklick drauf und dann auf das Gegenstand. Ah ja, das ist, du hast es nicht gesagt. Ah ja, super, das geht ja dann ganz gut. 9 zu Dexterity. Oh. Oh. Okay, warte, wie kann ich jetzt traden? Rechtsklick auf mich und dann Trade. Trade. Yeah. Ah ja. Okay. Hast du sofort gemerkt? Ja, gut, jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Jetzt schmeiße ich den Belt hier hin. Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal bei den Vorspielern, wenn es weiter heißt, der Dan lernt Sachen dazu vom Jules. Ja, Gell? genau. Machen wir. Alles klar, bis später, ciao. Ciao.